kann ich mich selbst versorgen? Hier im Garten bei meinen Eltern baue ich auf gut 150 Quadratmeter Beetfläche ca. 700 Kilo Obst und Gemüse an. Das ist eine Kuh, die für die Milchproduktion gezüchtet worden ist, oder fast 11 Mal ich. Kann sich ein Christian aus diesem Garten selbst versorgen? Unter gewissen Voraussetzungen und Umständen, ja, es wäre möglich. Ein Faktor ist natürlich auch die Ernährung, und da fängt es dann schon bei mir an, weil ich seit 8 Jahren pflanzlicher Rohköstler bin und deshalb ich in Deutschland bei der Anbaufläche mich dann doch nicht selbst versorgen kann. Im Hochsommer, ja, ist möglich. Da kann ich auch hier noch ein Straubstwiesen an frisches Obst bekommen, zum Beispiel Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel. Dann auch bei mir im Garten, dann, wenn die Melonen anfangen groß zu werden. Ich habe eine Unmenge an Tomaten, die ich anbaue, Zucchini, Gurken, Salate. Mit dem ganzen Zeug bin ich mehr als zufrieden. In den letzten 8 Jahren ist mein Essverhalten der Rohkost ja immer mehr auf wasserhaltigen Sachen gegangen. Und theoretisch gesehen, aber auch praktisch, kann ich einige Tage und Wochen auch super mit Fasten überbrücken. Wenn es dann Richtung späten Herbst und Winter geht, ist dann für mich auch die Zeit gekommen, halt einfach Sachen zuzukaufen, die ich dann über den Winter bis zum späten Frühjahr dann dazu bestelle. Und nein, ich bin pflanzlicher Rohköstler. Ich habe im Hochsommer Überschüsse, ich könnte sie ankochen, ich könnte Sauerkraut machen, ich könnte Tomatensauce und alles mögliche haben, sind aber verarbeitet, haben für mich keinen hohen gesundheitlichen Wert. Sauerkraut hatte ich am Anfang mal gegessen, um meinen Darm aufzubereiten, tue ich jetzt auch nicht mehr, weil es mir ein bisschen zu sauer ist. Das ganze Zeug esse ich halt auch im Winter nicht mehr. Und da schränkt halt die Ernährungsweise, die ich jetzt habe, einen enorm ein. Wenn jetzt jemand ganz normal herkömmlich konventionell ist, hatte da dementsprechend kein Problem, wenn er eine hohe Erntemenge im Sommer hat, dann kann er sich halt ein Lager für den Winter machen und könnte dann theoretisch gesehen halt die ganze Zeit von den Sachen zehren und auch essen, wenn er das entsprechende Lager dafür hat. Kocht halt die Sachen ein, kann eine größere Menge Kartoffel oder Topinambur haben, da ein Lager machen und dann halt die ganze Zeit von Kartoffeln und Topinambur zehren. Andere Frage ist halt, wie viele Menschen gibt es da draußen, die jetzt wirklich den ganzen Winter und auch Frühjahr monoton halt immer die gleichen Sachen essen. Ich bin zum Beispiel einer, aber ich zähle ja nicht. Ich bin außerhalb der Norm. Ich meine jetzt hier die Einfältigkeit von Lebensmitteln. Das heißt jetzt nicht, dass ich Kartoffeln und Topinambur esse. Was bei mir auf dem Speiseplan steht, sind nur ein paar Lebensmittel. Also wie du jetzt feststellen konntest, ist halt für mich eine komplette Selbstversorgung in der Klimazone, die jetzt Deutschland hat, sehr schwer bis fast unmöglich vorstellbar. Mein Ziel ist ja trotzdem immer noch, eine komplette Selbstversorgung hinzubekommen. Dafür müsste ich aber trotzdem in wärmere Regionen gehen, zum Beispiel in die tropischen Bereiche, wo halt auch mein langfristiges Ziel auch hingeht. In den Tropen hast du dann in der Regel gute, konstante, warme Temperaturen, außer du bist jetzt irgendwo oben auf den Bergen oder in den Anden und kannst dann hier ganzjährig super Obst und Gemüse anbauen. Wenn ich das jetzt hier in Deutschland umsetzen wollen würde, dann müsste ich einen Haufen Sachen aufwenden, sehr viel Geld in die Hand nehmen und dann auch Gewächshäuser aufbauen oder Tropengewächshäuser, die eventuell noch beheizen, eine ganze Konstruktion machen. Dafür brauche ich auch eine ganze Fläche, wo ich das alles machen könnte. Land in Deutschland ist auch ein bisschen teurer geworden in den letzten Jahren. Wäre schön, Dagobert Duck zu sein. Jetzt mal unabhängig davon von meiner außergewöhnlichen Ernährungsweise, wenn man das jetzt so betrachtet, wie die meisten hier essen, die auch noch Getreideprodukte essen oder auch Fleisch, da wird dir der Aufwand dann nochmal um einiges mehr. Also wenn du dich jetzt dann komplett selbst versorgen möchtest, dann brauchst du ja noch Getreidefelder, was halt sehr viel Platz in Anspruch nimmt, und dann noch das ganze Korn dreschen, das alles trennen, der ganze Prozess dahinter, damit du dann das Mehl bekommst und dass du dein eigenes Brot backen kannst, und noch die ganzen Tiere großziehen, sich um die kümmern das ganze Jahr über, auch eventuell noch da die Anbaufläche herschaffen, um halt auch für die Tiere zu sorgen. Und da wird ja auch alles nochmal weiteres komplexer. Am einfachsten hätte man es wirklich, wenn man einfach nur Veganer ist und sein Gemüse selbst anbaut, vielleicht noch das Getreide da mit ausschließt. Wäre jetzt für eine Selbstversorgung hier in Deutschland meiner Ansicht nach wirklich das Einfachste. Weil man sich auch da wieder fragen kann, ob es halt so sinnvoll ist, halt eine Selbstversorgung hier in Deutschland anzustreben. So, aber manche stellen sich die Frage, wollen auch in die Richtung dieses autarke Leben gehen. Ist ein ehrenwertes Ziel, kann mal jeder versuchen. Marie von Wurzelwerk hat das schon mal probiert, halt von ihrem eigenen Garten zu leben, hat auch mit den Jägern auch ein bisschen das Fleisch ertauscht und
Hat auch einen schönen Versuch über den Winter gemacht, ist dann ganz so gut gelungen, wie sie sich das vorgestellt hat. Kann man auch mal reinschauen. Und Wissen zu Wildkräutern und Pilzen kann da auch ein sehr großer Vorteil sein, damit man die auch selber pflückt. Natürlich auch das Wissen darum, wo man pflücken darf und wo nicht und welche Regeln da auch herrschen. Ein langer, herausfordernder Weg in Richtung Selbstversorgung mit den eigenen Lebensmitteln. Ich versuche mich auch an dieses Ziel heran. Und wenn du auch in diese Richtung gehen möchtest, können dir meine Videos auch dabei helfen, wie du dein eigenes Obst und Gemüse gut aufbauen kannst, wie du auch deinen Boden gut pflegst und schmackhaftes und gesundes Obst und Gemüse anzubauen. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Mein Tai Chi Anzug, da oben hätte noch einen Posterplatz. Kann ich mir auch mal überlegen, mir eins zuzuholen. Irgendwas mit Natur oder ein Tier. Ein schöner Wiesent, oder? Ein Blick zur Seite und dann wird erst einmal gegrast. Dieser junge Wiesent ist eines von 6 Tieren, die in dieser Woche im russischen Nordkaukasus ausgewildert wurden. Der WWF, der Worldwide Fund for Nature, entließ die Jungtiere im Alter zwischen 2 und 3 Jahren in der Republik Nordossetien mit dem Ziel, dort eine Population